Ahoi Kapitäne, willkommen zu einer neuen Runde Fishing North Atlantic. Moin! Ja, am Wochenende habe ich es nicht geschafft. Durchgearbeitet sozusagen. Aber dann versuchen wir unser Glück jetzt nochmal hier, ne? So, Karriere fortsetzen müsste mich eigentlich dahin führen, wo ich war. Genau. Wir haben Netze ausgelegt. Jeweils immer ein Stellnetz, 75 Meter hier, da, da, da und dann hier nochmal wieder zurück und dann da und ja, von allem was, ne? Das haben wir gemacht, weil wir hier den Tipp bekommen haben, dass hier Seelachs war. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe ja das, das Wiki noch nicht durchlaufen, beziehungsweise diese ganze Geschichte. Wartet mal, Fischköder, Fangwerkzeug. Gibt es da irgendwo Schleppnetzfischen? Nee, 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 wir haben Netzfischen, da ist es. Ja, das haben wir jetzt ja alle schon durchgelesen beim letzten Mal. Das müssen wir nicht nochmal. Aber da ist ja jetzt nichts. Seelachs kann das ganze Jahr über gefangen werden. Ja. Hm. Also hier gibt es jetzt noch keine echte Hilfe. Hier bei den Fischpreisen können wir mal gucken, was ist denn mit Seelachs? 4,66. Rotbarsch 4,36. 4,20 zu 4,74. Und das ist schon mal ein Unterschied. 4,32. Okay. 4,34. 5. Dennis Port zahlt $5,07. Okay. Ja, da müssen wir dann nochmal gucken, was wir daraus machen. Die Frage ist ja nun auch, wie geht es überhaupt erstmal weiter? Hey. Also, wir sind jetzt. Nö, ich will eigentlich gar nicht fahren. Ich will eigentlich gar nicht fahren. 1 Uhr nachts. Und ich werde einfach mal. Stunden. Dann haben wir 16 Uhr. Und die Frage ist jetzt. Ja, jetzt sind die grün. Aber grün ist ja, naja, ist okay, aber ist noch nicht so das Highlight. Das heißt, Schnellreise innerhalb von 100 Meter von Fanggeräten nicht möglich. Ah, ja, ja. So, das heißt also, ich kann zwar eine Schnellreise machen, aber dann nur dahin. So. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich setze mal den Autopilot und sage halben Knoten. Tamara, moin! Guck mal. Da werden wir mit dem halben Knoten da mal hin, weil wir brauchen noch Zeit. Wir brauchen noch Zeit. Und zwar, wir werden nochmal 2 Stunden überspringen. So, jetzt wird schon langsam wieder duster, vermute ich. Ah, guck mal, perfektes Timing. Das heißt, da können wir jetzt hin und können das einholen. Das Verrückte ist, dass ich keine Ahnung habe, was ich jetzt tun soll. Ich meine, natürlich ist mir klar, dass wir jetzt das wieder nicht alleine machen. Deswegen werden wir mal schnell unsere Jungs da holen. Da ist doch einer, der ist gut im Netz einholen. Reusen, ködern, auswerfen, aufnehmen, reparieren. Langleine einholen, Netz einholen. Du bist jetzt nicht so gut mit Netz einholen. Was ist mit dir? Du bist gut im Netz einholen. Also, Netz einholen und du nimmst dann mal aus. Mal gucken.
So, und dann müsste das. Ach so. Vermutlich macht es Sinn, den mal wegzunehmen. Und einfach da mal hinzufahren. Ja, ich habe noch wirklich keine Ahnung, was jetzt hier eigentlich von mir gewollt wird. Ob ich irgendwelche besonderen Dinge noch machen muss. Ich habe mal in einem Video gesehen, das ist aber auch schon ein bisschen her. Da hat er das eben irgendwie alles mit dem Gaff angelandet. Stelle ich mir die Frage, muss ich das jetzt tun oder machen das die Jungs? Mal gucken. Ich denke mal, erstmal werden wir das Netz holen müssen. Ah ja, guck mal. Und jetzt wird hier ein Netz nach dem anderen blau. Seelachs. Immer noch der Seelachs. Ich habe ja seit Freitag nichts mehr gemacht. Habe ja auch am Wochenende durchgearbeitet. Weil war sowas wie Notfall. Und dann, ja, dann gibt es halt keine andere Alternative mehr. Dann heißt es ran und arbeiten. Aber ich habe auch ein bisschen noch gekocht. So. Warum holst du das jetzt nicht ein? Du bist doch der Netzeinholer hier vor dem Herrn da, oder was? Warum? Why not? Muss ich das wieder machen? Na gut. Ah, und jetzt stehe ich hier. Linke Maustaste Start, linke Maustaste Fang. Was? Okay. Wann muss ich denn jetzt hier drücken? Ich kriege immer nur ein Okay. Okay. Eine Tonne Fisch. Okay. Ich glaube, da muss ich ja nochmal gucken. Putenschnitzel, moin! Da muss ich ja nochmal gucken, wie das mit dem Klicken ist. Also, das habe ich noch nicht verstanden. Wahrscheinlich war ich immer zu spät dran. Kommt mir bekannt vor. So ist das Leben. So, guck mal. Schon mal hier abbremsen. Mal sehen, dass wir den hier jetzt elegant einholen. Na? Die zweite Boje ist nicht auf der Steuerbordseite des Bootes. Was willst du denn von mir? Gucken wir doch mal. Wieso ist die zweite Boje nicht auf der Steuerbordseite des Bootes? Natürlich ist sie das. Aber ich ahne schon, worauf das hinausläuft hier. Ich soll ja das Netz die ganze Zeit wahrscheinlich dann von Steuerbord her einholen. Macht ja nur Sinn. Also sagt er, okay, du musst die Boje anders anfahren, damit das Netz auch wirklich hier rangezogen werden kann. Wahrscheinlich fahre ich das jetzt immer noch viel zu direkt an. Gucken. Guck mal, jetzt so ein bisschen wegdrehen. Genau. So. Also, linke Maustaste Start und. Ah, okay. Ich verstehe. In dem.
Mittelteil, da soll ich klicken. Ja, zu spät. Peter, moin! Tja, so viel zum Thema Reaktion. Okay. Man muss ja nur wissen, was man tun soll. Guck mal. Und schon haben wir 3 Tonnen. Eben nur eine, jetzt 3. Okay. So, und jetzt muss ich hier wieder sehen, dass ich die in so einem kleinen Bogen anfahre. Gerade nach 13 Stunden aufgewacht. Alter Schwede. 13 Stunden Schlaf. Ja, sehr cool. Das ist, ja, ehrliche Ansage. Da fühlt man sich dann doch auch schon so ein bisschen erholt, wenn der Schlaf gut war. Geht doch nicht so ein kleines Mittagsschläfchen. Nee, wohl wahr. 13 Stunden Mittagsschlaf. So, also wenn ich das verstanden habe, dann muss ich den tatsächlich so ein bisschen mehr von der Seite jetzt hier anfahren. Damit die Boje auch noch mit so richtig da auf der Sache. Sonst eher schlaflos in Deutschland. Ja, dann sind 13 Stunden natürlich auch mal eine echte Ausnahme, ne? So, guck mal. Und dann kann er den nämlich gleich mit reinholen hier. Also, das scheint mir der richtige Weg zu sein. Mal gucken. Es wurden keine Fische gefangen. Na, das ist ja mal... Keine Fische. Genau. Es wurden keine Fische gefangen, weil hier ist ja nichts. Ist schon klar. So, wieder... Bisschen mehr von der Seite anfahren. Sonst wird das mit dem Anlanden nämlich nichts. Und wieder ein bisschen abbremsen. Anders vorgestellt. Gebe ich gerne zu. Also einlenken. Aber dann wird das jetzt auf jeden Fall so mal richtig funktionieren, würde ich sagen. So. Gas geben, einlenken. Hallo. Gegen die Strömung. So, da ist die zweite. Also der ist definitiv an Steuerbord. Was ist jetzt hier mit dir? Der auch. Okay, also jetzt mal gucken. Hier, Pit Perfect. Gut, okay. Zu früh. Boah. Na, das war ja sehr überschaubar. 560 Kilo. Das kann ich gleich von der anderen Seite anfahren. Brauche ich gar nicht darüber. Da fahre ich von hier aus so rum. Also hier jetzt und dann da so. Weil wenn ich von da, dann ist das ja völlig auf der falschen Seite. Backbord. Da kann man jetzt auch mal ein bisschen Vollgas geben.
zusehen, dass wir immer hier rumschleudern, ne? So, guck mal, das läuft doch. Und ein bisschen abbremsen. Und wieder ranfahren. Ranfahren, 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 ranfahren. Oh komm. Ernsthaft? Du driftest da nicht ran? Du machst mich fertig. You make me ready! So. Jetzt aber. Es wurden keine Fische gefangen. Dafür soll ich jetzt hier einmal so raus und runter, ey, Alter. So, erstmal haue ich euch mal die Nachtansicht rein. Damit ihr ein bisschen besser sehen könnt. Tja, also so ein Selbstgänger ist das nicht, ne? Obwohl da das Echolot haufenweise Fisch anzeigt. Dass man jetzt sagen kann, also das ist eine Garantie für Fischfang? Eher nicht. So. Wieder ein bisschen von der Seite anfahren. Und runter vom Gas. Was ich noch nicht verstehe, ist, warum der das nicht reinholt hier. Aber gut, das vielleicht ist er jetzt nur dazu da, das Netz jetzt reinzuholen. Wird immer besser. Kilo. Okay. Was haben wir denn schon an Bord? 5,4 Tonnen. Ja, das ist dann natürlich schon ein Unterschied, ne? Beim Hummer rechnest du jetzt mal 20 mal 25, hier rechnest du mal 5. Also Geld verdient eher mit dem Hummer. Nee, nee, noch nicht mal. Noch nicht mal. Guck mal, das ist jetzt Netz Nummer 7. Wir haben ja keine 6 Tonnen. Aber wir gucken mal. Das zweite Netz war ja auch brutal, ne? Also 3 Tonnen im zweiten Netz. Das hätte so gar nicht weitergehen dürfen. Ist es dann ja aber auch nicht. Das Spiel achtet da schon drauf, dass man da auch nicht zu sehr in den Total-Hype gerät. Soll ja immer noch Arbeit sein, ne? Ist ja kein Vergnügungsdampfer hier. Ah, und der nimmt aus wie ein Weltmeister hier. Kollege.
Da müssten wir ja auch noch mal ran, aber erstmal heißt es hier ein bisschen fangen, bevor wir da was machen. Naja, Hummer ist nicht nur gemütlicher, Hummer ist auch deutlich ertragreicher scheinbar. So, mal gucken. Gut, okay, komm. Gut, na gut. Noch ein Gut. Scheint nur gut zu sein. Ah. Noch einer. Yes. Uiuiuiui. Netz ist voll. Ja, genau. Zu sehr aufs Netz konzentriert. 3,8 Tonnen. Ja, das ist doch mal jetzt eine Hausnummer. Könnte es sein, dass die Art des Klickens, also des Anlandens sozusagen jetzt hier, auch noch Einfluss hat auf die Menge? Also je mehr perfekt ich kriege, umso mehr fange ich auch. Oder hat das Einfluss auf den Preis nachher? Nee. Muss ja auf irgendwie, für irgendwas muss das ja gut sein. Also nur, dass ich hier beschäftigt werde, das glaube ich nicht. Das muss auch irgendwelche Auswirkungen haben. Und da scheint es mir am naheliegendsten zu sein, dass das die Menge ausmacht. Weil jetzt hier, da waren ja doch drei oder vier Perfekts dabei, drei glaube ich, und jede Menge Fisch. Und plötzlich sind das eben fast 4 Tonnen pro ein Netz. Wasser. Ja, mal gucken, ob wir das vielleicht nochmal bestätigen können. Mal sehen. Gut. Echt. Ich habe mal Mühe hier. Alter, klick mal richtig. Oh, ein zu früh, ein zu spät. Naja, und das sind nur 1700. Da war auch kein Perfekt dabei. Waren aber auch nur 4 Fische, die da reingekommen sind. Aber das ist jetzt, ja, scheint irgendwie doch naheliegend zu sein, dass das Einfluss drauf hat. Drei Netze noch. Verbleibender Platz sind nur noch 7 Tonnen. Und hier ist nicht gerade wenig. Also, das weiß ich gar nicht. Das weiß ich nicht, ob ich hier wechseln kann. Möglicherweise geht es da nicht weiter. Das hatten wir ja auch schon mal. Dass es einfach Aufgaben gibt, die die NPCs aus welchen Gründen auch immer nicht machen. Vielleicht sind sie aber auch noch nicht gut genug ausgebildet dafür. Das kann ja auch alles sein. So, und es wird hier langsam aber sicher immer dunkler und dunkler und dunkler. Ich sehe langsam nicht mehr viel hier. Aber unser gutes Licht vorne holt das ja alles rein. Das ist ja super. So, jetzt Konzentration. Sag ich doch. Oje, oje, oje. Nicht überfischen hier. Ja. Und noch einer. Oh, noch ein Perfekt. Oh, guck mal, 2,3 Kilo. 2,3 Kilo, ja, genau. 2,3 Tonnen.
Oh, 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 da geht nicht mehr viel. 4,7 Tonnen haben wir noch. Ladekapazität, aber auf jeden Fall ist klar, der erste Netzfischzug ist kein schlechter. Also der Tipp hier mit dem Seelachs, sich den zu holen, war, glaube ich, eine gute Investition. Ohne Tipps einfach rumfahren, schwierig. Meere sind groß. Da die richtigen Stellen zu finden, das kann schwierig werden. So, aber dieses Anfahren so von der Seite, dass eben die zweite Boje auch noch mit an Steuerbord ist, das scheint eine wichtige Sache zu sein und das muss man einfach nur wissen, dann, ne, wenn man es dann weiß, klappt es auch mit dem Nachbarn. So, da dödelt einer. Was machst du hier? An meinen. Na, 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 komm, gib Gas. Einsacken. Es wurden keine Fische gefangen. Na, guck mal. Das ist dann das zweite Netz ohne Fische. Guck mal hin. Es wurden keine Fische gefangen. Ist klar. Echolot sagt, hier ist nix. Fische? Nie und nimmer hier. Da stimmt jetzt irgendwas nicht mit der KI. Da wird aus der KI schnell ein KA für keine Ahnung, wie das gehen soll. Garfield, moin! Ne? Also das Echolot ist voll mit Fisch. Und das Netz ist leer, weil keine Population hier. Nö. So, vom Gas gehen und rumschwenken. Oh, ein Sonnenuntergang. Aber der hat schon stattgefunden. Shit. Ich habe das Gefühl, ich habe hier zu früh Vollgas auf rückwärts gestellt. Das wird jetzt hier eng. Vor allen Dingen da ist die zweite. Also ich muss das Schiff da noch ein bisschen drehen. Aber gut Ding will Weile haben, nur nicht überpacen. Langsam ist manchmal schnell. Jetzt drückt er mich hier zur Seite. Schnell Gas geben. Ruder habe ich die ganze Zeit rübergezogen, aber das, ja, das wollte er nicht. Das wollte er nicht. Der kleine Mistkerl, ja. Fahren wir rückwärts. Wahrscheinlich werde ich aber auch das Schiff nochmal. Das wird jetzt nicht mit einmal rückwärts funktionieren. Oder? Doch. Hey. So. Eins. Zwei. Drei. Nee. Okay. 1,6 Tonnen. Das heißt, wir haben 15,6 Tonnen Fisch an Bord. Und da würde ich doch mal ganz platt behaupten wollen, müssen wir erstmal gucken, wo bringen wir die denn nun hin? Also, Fischpreise, Seelachs, wo war das? Dennis Point, ne? Ja. 5 Dollar. 5 Dollar Dennis Point. Ach, kann ich ja gleich hier gucken. Wo haben wir denn? Guck mal, da ist Dennis Point. Das ist ja auch direkt hier. Nein, bevor ich die Schnellreise mache,
Manche Dinge kann man ja nicht lernen, ne? So, Rudi kann mal eine Runde kochen. Und Viktor ist noch am Ausnehmen. Und ich habe auch nur einen Ausnehmer. Das ist ja ausnehmend schwierig, ne? Wie soll der das denn hinkriegen? Muss ich da doch noch mit zum Ausnehmen oder was? Das, kann ich dem helfen? Oder stehen wir uns da im Weg, wir beide? Da muss ich den wohl abziehen, damit ich das selber machen kann. Jetzt mal ehrlich, nö. Wow, das ist jetzt schwierig. Also, die Frage ist ja, wie lange sind wir da unterwegs? 2,1 nautische Meilen, das ist ja nicht wirklich viel hier. Da sind wir 1,5 Stunden unterwegs. In 1,5 Stunden schafft er keine 15 Tonnen Fisch auszunehmen. Also vielleicht ja doch. Ich würde es nicht schaffen, aber er schafft es vielleicht. Komm, wir machen unsere Schnellreise. So. Dann werden wir doch mal anlegen. Ich würde eigentlich gerne wissen wollen. Achso, ich will den verkaufen. Ja, dann werde ich wahrscheinlich sehen. Guck mal, Seelachs sogar 5,13 bekommen. Guter Preis. Seelachs wird gewöhnlich für 4 Dollar pro Kilo verkauft. Guck mal, das ist doch 85.000. Ist okay. Die bleiben bei ihrer Rate von 1%. Bisschen Rotbarsch, 37 Stück. Naja, das ist jetzt 37 Rotbarsch sind 137 Kilo. Nur, das waren aber mopsige Rotbarsche. Also, das werden wir auf jeden Fall da mal drauf packen. So, dann haben wir 280.000. Das ist jetzt alles gut und schön, aber so, Treibstoff kaufen. Rumpf reparieren brauchen wir nicht. Das können die Jungs. Die Frage ist jetzt, Crassus, moin. Gehen wir jetzt nochmal weiter auf Rotbarsch? Beziehungsweise jetzt hier. Also wir gucken erstmal. Mal gucken, was wir für. Da will ich doch hin. Ich will in die Bar. Gibt's Tipps? Es gibt keine Tipps. Ah. 50.000. Okay. Ist, ne? Doppelt so viel wie die 25.000 beim letzten Mal. Aber dafür keine Schnellreise mehr. Und das ist dann immer so eine Sache. Ich stelle mir allerdings wirklich jetzt die Frage, lohnt es sich vielleicht doch nochmal auf Hummer umzurüsten? Kannst Ausrüstung für neue Fangmethoden an der Anlegestelle kaufen. Wieso muss ich ernsthaft? Ich muss jetzt nochmal neue Reusen kaufen oder was? Nein, guck. Brauche ich nicht, habe ich. Ich glaube, wir werden uns noch mal ein bisschen Hummer holen. Ich glaube, das macht Sinn. Die Frage ist, wo macht es Sinn? Hier oben war ja auch. Das ist aber schon ein paar Tage her. Und hier, wie lange ist das her? Seelachs vor 4 Tagen. Hummer vor 8 Tagen. Aber es war trotzdem eine sehr interessante Nummer. Also, da fahren wir erstmal hier hin. Und
Jetzt, wie spät ist es? 2 Uhr dran. Okay, dann machen wir das jetzt wie folgt. Wir werden da mal hochfahren. Na, also hier und dann einmal da hoch. Dann machen wir jetzt unsere Schnellreise. Das war knapp. So, jetzt gucken wir mal, wie spät das ist. Es ist 5:50 Uhr. Okay, dann werden wir jetzt mal, warte mal, mal überlegen, wie macht das denn Sinn? Weil ich möchte ja ganz gerne ein bisschen was auch davon sehen, was wir hier so tun. Also, wenn wir jetzt sagen, wir springen 4 Stunden nach vorne, nee, 2 Stunden nach vorne plus die 18, die wir dann vorspringen. Guck mal, jetzt sind wir 2 Stunden nach vorne gesprungen und es ist immer noch duster draußen, ne? Also, dann geben wir noch mal 1 Stunde mehr. Das wird wahrscheinlich eh nichts. Ja, guck mal, jetzt wird es langsam aber sicher hell. Sehr gut. So, Kollegen. Rudi hat gekocht, das ist sehr gut. Jetzt Reusen ködern und auswerfen. Du bist der Reusenköder und Auswerfer. Dann bist du der Reusenvorbereiter. Reuse vorbereiten? Netz einholen, Reuse einholen. Okay. Egal, das passt jetzt schon. Was wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen müssen, ist. Wartet mal. Kann ich den hier eigentlich wechseln? Ja. Guck mal, da ist ja so ein bisschen Echolot zu erkennen. Aber doll nicht, ne? Also auch für euch wahrscheinlich nicht so wirklich. Deswegen werden wir das hier mal umschalten und gehen mal hier hin. So. Also, wir dödeln hier mal ein bisschen rum und fahren mal in Richtung dieses Hummers. So. Und behalten einfach mal hier die Hummerkollegen im Auge. Die da möglicherweise auftauchen am Grunde. Bisschen Fisch ist ja. Bisschen Fisch ist da. War wohl ein Fehler. Wir hätten die Netze mitnehmen sollen. Guck euch das an. Null Hummer. Aber jede Menge Rotbarsch und Seelachs. Und zwar jede Menge. Alter. Wird mir schlecht. Ein einsamer Hummer. Wow. Da ein zweiter. Aber das ist jetzt ja. Okay. So, jetzt sind wir langsam aber sicher auch dort, wo wir hingehören. Hier haben wir die Hummer. Ja, gut, da ist noch ein kleiner. Wie sieht's denn aus, wenn wir das umschalten? Ja, okay, aber. Da kommt dann doch mal einer hoch. So, wenn da jetzt noch einer kommt, dann. Jo, 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 jo. Okay, also dann gehen wir hier mal vom Gas. Und dann werden wir jetzt hier mal. Kommen 5 Knoten. So, Jungs.
Irgendwie war das aber mal mehr. Wir werden mal den Kurs hier hoch. Also 8 Tage, ne? Hummer vor 8 Tagen. Die sind ja nicht am Boden festgetackert. Also irgendwie ist mir das eindeutig zu wenig Hummer, was ich hier sehe. Kommt noch mal was, aber so richtig überzeugt mich das nicht. Na gut. Fahren trotzdem mal einfach in diese Richtung. Und dann werden wir sehen, dass wir die Kollegas dann auf der Rückfahrt vielleicht auch kriegen. Also wenn wir jetzt hier sagen, wir fahren hier hoch. Ne, das ist ja der Plan. Hier hochfahren, wenden und dann hier wieder runterfahren. Nachdem 15 Körbe ausgelegt sind. Aber irgendwie, ne, also so richtig viel Hummer ist hier nicht. Das wird ein ziemliches Trauerspiel werden, befürchte ich. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen das mal ganz anders. Wir machen das mal ganz anders. Wir haben jetzt hier 5 Körbe ausgelegt und können mal gucken, was das alles so bringt. Den werden wir einfach mal weghauen. So, und dann gehen wir hier mal Schnellreise dorthin. Mal gucken, ob wir da einen Tipp bekommen. Vielleicht ja auf Hummer. So, also. Ab in die Stadt, in die Bar. Hier gibt's einen Tipp. Guck mal. Und da gucken wir doch mal. Da ist jetzt ja die Frage, wo sind die Hummer gesehen worden? Hummer vor 8 Tagen. Wo hat er den Hummer-Tipp hingehauen? Wow, da also nicht. Hier unten auch nicht. Dann gucken wir hier oben. Verdammte Kiste. Verdammte Kiste. Das ist ja genau das, was ich vorhin noch gesagt habe. Wollen wir es hier oben? Nee. Der erste Gedanke ist meistens der beste. Okay. Also, dann sehen wir zu, dass wir hier wieder herkommen. Können keinen Wegpunkt auf Land setzen. Achso, weil ich jetzt da geklickt habe. Ja. Ich schon recht. Autopilot machen wir nochmal aus, sonst fahre ich hier im Hafen wieder da gegen die Hafenmauer. Und Ingolstadt kommen wir da wieder raus. Okay, also fahren wir hier rückwärts. Ah, wir fahren noch nicht rückwärts. Wir fahren noch nicht rückwärts. Wir werden noch mal tanken. Und jetzt fahren wir rückwärts. So. Wollen wir mit unserer guten Lenore auch ein bisschen was reißen, ne? Wenn wir schon 30 Körbe an Bord haben, dann
soll das ja auch ein bisschen Spaß machen. So, jetzt können wir Vollgas und rum. Okay. Dann können wir jetzt nämlich hier den und jetzt machen wir Autopilot an, Maximum und Schnellreise. So. Was ist das denn hier? Ist hier ein Wal oder was? Wartwurm, moin! Wie spät ist es denn jetzt? Wie lange liegen denn die Kollegen da schon? Das können wir, glaube ich, in der Map sehen, ne? Sieben Stunden. Also wenn wir die jetzt hochholen, die sind ja alle rot, das bringt alles noch gar nichts. Auf der anderen Seite... Je länger wir jetzt warten, um rüber zu fahren, umso schwieriger wird es dort auch wieder die Hummer zu finden. Aber trotzdem, die 11 Stunden, die springen wir jetzt mal nach vorne. Die Jungs, das halten die schon aus. So, jetzt ist es dunkel, alles klar, toll. Voll und ganz. So, Rudi ist... Reuse-Einholer, genau. Und du bist der Krabbensortierer. Dann geht ihr mal dahin, Jungs. Und ich sehe zu, dass ich die Reusen wieder finde. Die sind jetzt grün, das ist immer noch nicht toll. Aber es ist besser als rot. Frage ist... Springen wir noch eine Stunde weiter nach vorne. Wie lange sind die jetzt drin? 18:22, 18:39. Weil das unterscheidet sich jetzt nicht wirklich. Da fahren wir auch gar nicht zu 1, sondern wir fahren zu 5 und holen die hoch. Also wenn ich eine Stunde nach vorne springe. Da, genau das. Genau das passiert jetzt. Jetzt werden die dann doch langsam aber sicher blau. Schwierige Entscheidung. Wobei eine Stunde jetzt noch... Guck mal, das ist... da geht es jetzt wirklich hier nur um... ein paar Sekunden. Genauso werden wir das auch angehen. Wir werden einfach hier gemütlich nach vorne dödeln. Da ist sie. Da müssen wir hin. Dann holen wir die rein und dann machen wir unsere Schnellreise nach drüben. Gut, dass wir da beim letzten Mal die Erkundungstour gemacht haben. So, ich will den noch gar nicht reinholen. Ne, jetzt ist nämlich 3 schon blau geworden. So, und 3 hat jetzt draußen gelegen, 18:42. Naja gut, das dauert 10 Minuten. Also 10 Minuten in diesem Spiel. Bedeutet ja nicht, dass wir jetzt 10 Minuten hier einfach liegen werden. Das bedeutet nur 10 Spielminuten. Samstag, 18.04. Ja. Also wie viel Zeit haben wir noch für Hummer? Guck mal, jetzt ist nämlich schon die 4 blau. Es wird. Das wird schon.
Und da haben wir die 5 blau. Alles klar. Guck mal, sehr gut. Die holen die Jungs jetzt rein. Na ja. Das war so. Das geht jetzt auch fix. Boah, es ist so duster, ich sehe nichts. Da. Nur nach Minimap. Nur die Chance gehabt, nach Minimap zu finden. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was das jetzt hier gebracht hat. Ich vermute mal nicht allzu viel. Guckt euch vor allen Dingen jetzt mal hier an, wie das auf dem Echolot aussieht, von der Population her. Und dann werden wir uns das ja gleich auch mal drüben angucken. Kiste steht. Die Kiste steht da noch? Wieso steht die Kiste da noch? Nein, Kiste steht da nicht. Das ist nur einfach die blauen Handschuhe waren das wohl. Sauerei hat er mich hier gelingt. Warum holst du den nicht rein? Hallo? Gucken wir noch mal. Was ist denn verkehrt hier? Irgendwas haut doch hier nicht hin. Irgendwas haut doch hier nicht hin. Wieso ist die so? Wieso ist die Ko. Was? Nimm die geköderte Reuse. Guck mal. Ich dachte, da haut irgendwas nicht hin. Jetzt hat er also. Das will man. Nee, das ist. Dann hat er. Ah, ich verstehe. Ich weiß. Als wir vorhin ausgelegt haben, hat er schon den Kasten hingestellt. Dann haben wir diese ganze Nummer da gemacht mit Reise in Hafen und bla bla bla. Und dann hat er die erste Reuse reinholen wollen und konnte sie nicht abstellen. Deswegen fehlte die 5 hier, aber es ging nicht weiter. Weil da die geköderte Reuse noch stand. Seht ihr? Und jetzt geht auch weiter hier. Amateur. Sowas. Da ist die nächste. So was, ne? Ist schon mal passiert. Diablo, moin. Tja, gute Frage. Läuft, aber ist eher sehr überschaubar hier, was Hummer angeht. Zwei Reusen. Also erste Reuse gerade mal 120 Kilo. Zweite Reuse auch nicht so viel besser, würde ich sagen. Da sind wir schon dran vorbeigefahren. Sortieren noch die Jungs. Okay. Doch besser.
138,9. Ich sage ja, auch nicht wirklich besser. So, wo ist jetzt... Der hat ihn, alles klar. So, und da kommt die nächste. Aber wir werden jetzt auch von hier aus, also wir sind hier an dieser alten Stelle, an der wir eigentlich gut gefangen haben, so die letzten Male, werden wir einmal komplett verlegen, einmal ganz woanders hin. Auf die andere Seite der Map sozusagen. Tja. Ja, ja. Du hast ja nur ein bestimmtes Kontingent mit deinem Schiff. Du kannst dann für relativ viel Geld das Kontingent auch aufstocken. Also... das ist eine der ganz wichtigen Sachen, ne? Guck mal, hier hast du deine Quoten. Hier siehst du, was du insgesamt fangen darfst. Von dem, also mit diesem Schiff darf ich 150.000 Kilogramm Hummer fangen. Hier im Lager und da die Quoten. Jetzt... Wow. Das wird jetzt gar nichts. Also ohne Licht. Guck mal, der liegt da irgendwo drüben. Da. In den Lichtkegel. Okay, so weit weg ist er also nicht. Wo ist das Miststück? Ich sehe nichts. Wirklich, das ist so duster hier. Der müsste aber hier irgendwo... Irgendwo hier muss er da sein. Nee, gar nicht wahr. Da irgendwo muss er sein. Macht Sinn, nach Minimap mal zu fahren, ne? So. Guck mal, wir fahren nämlich schön immer im Kreis. So, da werden wir jetzt hier mal... Da ist sie. Direkt hier neben dem Schiff. Alter, und ich sehe gar nichts, ne? So, jetzt werdet ihr gleich sehen. Da ist sie. Mit schwer gestartet. Ja, Logo. Warum auch mit leicht starten? Klar, immer auf schwer. Also ich glaube, wenn man das auf schwer spielt, dann ja, das ist schon eine Hausnummer. So, dann werden wir hier mal noch ein bisschen rumfahren, solange die Jungs hier noch am Ausnehmen sind. Dann, wenn die damit durch sind, werden wir sie ins Bettchen stecken. Dann sollen sie sich ausruhen. So. Und dann machen wir unsere Schnellreise einmal komplett rüber. Na, du bist noch am Sortieren, ne? Ja, guck mal, Kiste steht noch. Tja, aber da muss man einfach sagen, das waren jetzt 5 Kisten. Ja, okay, das hat es nochmal rausgerissen hier, nochmal 300, aber ganz ehrlich, das ist ja nun gar nichts, ne? So, also, wir machen hier eine, tja, was ist schneller, von da dahin oder von da dahin?
Hier könnten wir nochmal aus... Achso, erstmal... Guck mal. Erstmal machen wir das hier. Die Jungs müssen ausruhen. So. Jetzt ist die Frage aller Fragen. Wie rum machen wir es? Also fahren wir zum Tanken nach Lüneburg oder fahren wir... Nee, wir fahren hier, komm. So. Guck mal, da haben wir gleich ein paar mehr Hummer, aber das heißt erstmal noch gar nichts, wir sind noch gar nicht gefahren. Also, du musst hier einfach im Wiki gucken. Da siehst du Fischarten, du siehst Fischsaison und da siehst du, wann du was, wo, wie fangen kannst. So, wir gehen jetzt hier auf die Karte und wir machen jetzt hier mal... Guck mal, da haben sie Hummer gesehen, in diese Richtung abwandernd. Wandern die über Land oder was? Wir werden da mal hinfahren. Da gucken wir jetzt mal. Auf dem Echolot. Was hier so angesagt ist. Weil die Hummer können ja hier schwer über Land wandern. Also, ne? Ich wollte einfach runterziehen, aber das geht ja in der Ansicht nicht. Das heißt, die müssen ja irgendwo bleiben. Und wenn die irgendwo bleiben müssen, dann ist die Frage, in welche Richtung wandern sie? Da in Hafen oder hier außen rum? Und ich bin dann doch mehr derjenige, der vermutet, außen rum. Wenn das Spiel so intelligent ist. Das ist auch so eine Sache, ne? Zweifelsfalle staunen die sich hier alle und sind alle hier. Wir gucken mal. Ui, aber wir haben doch eine ganze Menge Sprit hier verbraucht. So, aber hier, ihr seht, das ist noch von drüben, würde ich sagen. Frage ist... Ey, hier ist gar nichts, ne? Wie fahren wir hier außen rum? Guckt euch das an. Hier ist nicht ein Hummer und nicht ein Fisch. Wow. Tote Hose. Der Trouser. Gar nichts. Okay. Dann machen wir mal die Schnellreise hier außen rum. Dahin, 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 dahin. Vielleicht ziehen die gerade hier so hoch, ne? Und da auch nochmal hin. So, Schnellreise. So. Und oh, ich sehe Hummer. I see Homer. Das ist, das fängt ja schon mal gut an hier. So, wisst ihr was? Das machen wir auch ganz einfach. Wir machen das genau hier. Rein hier. So, Jungs. Raus aus den Kojen. Wer war nun wer? Du bist der Reuseeinholer und Krabbensortierer und Netzeinholer. Okay. Dann bist du der... Reusen, Köder und Auswerfer. Jo. Also, Reude, Ködern und du bist Ködervorbereiter. Ja, das sah jetzt ganz gut aus. Aber jetzt mal ernsthaft. Wie schnell sind wir denn? Viel zu schnell. So, aber doch. Das läuft. Das passt. So, raus hier. Und Autopilot an. Nee, nicht auf Max. Nicht übertreiben. 7,5 Tonnen. Ne, wollen wir fangen. Dann fahren wir mit 7,5 Knoten. Passt schon.
Und den nächsten. So, und damit wir was sehen, machen wir das mal so. Und ihr seht, hier sind Hummer. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hummer, 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 Hummer. So, und in der Ansicht kann man ja auch, bloß mit R. Da ist jetzt die Frage, wie machen wir das nachher? Aber hier müsste genug Platz sein, wenn wir hier drehen und hier wieder zurück. Das sollte eigentlich Platz genug sein. So, 500 Meter, 250 Meter. 1000. Jo. Und R wieder raus. Also ich vermute mal, dass dieses Verlegen doch echt was bringt. Also ohne Tipps, so nach dem Motto, ja, da sind wir immer hingefahren, da fahren wir weiterhin hin. Da sagt das Spiel ja auch, man muss auch vorsichtig sein, dass man die Bereiche nicht überfischt, sonst kommt da nichts mehr. Schau mal einer, guck. So, haben wir das. Was haben wir denn da? Mordwar, ich lese das jetzt. Was haben wir da? Ja, Feedback zu Hoodie. Sieht schick aus. Das ist doch schon mal was. Größen fallen etwas klein aus. Immer eine Nummer größer bestellen, als er normal hat. Und ehrlich? Okay. Die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Drittens, hält gut warm. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Hat in Norwegen gute Dienste geleistet. Das ist doch schon mal schön. Viertens, Kaufempfehlung von mir auf jeden Fall. Ja, das, na, und gut sieht auch noch aus. Ja, Mensch. Schön. Schön. Freut mich, wenn es dann doch gepasst hat. Aber dass der jetzt eine Nummer kleiner ausfällt, das hätte ich so jetzt nicht unbedingt gesagt. Also ich für mich habe das nicht festgestellt. Aber das ist vielleicht auch des Umstandes geschuldet, dass ich in dem Bereich da dann auch etwas aufsteigend unterwegs war, gewichtstechnisch. Was ich dieses Wochenende schon wieder war. Ätzend. Und vielleicht habe ich es gar nicht gemerkt. Ich kaufe eh nur zum... Ja, das kenne ich. Das kenne ich, das Problem. Fasste gut. Ja, guck mal. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und ich muss sagen, ich bin eben auch von dieser Qualität durchaus angetan. Also ich finde, das ist etwas, das man auch wirklich als Qualität bezeichnen kann. Das ist nicht so ein zweimal anziehen und dann wegschmeißen Teil. So, die Frage ist, was machen wir? Legen wir um die Insel rum und dann wieder hier zurück? Oder drehen wir jetzt schon vor der Insel? Das ist ja jetzt gerade erstmal Nummer 10, also 5 müssen wir ja irgendwie unterbringen sozusagen. Dann machen wir das auch mal. Wir fahren hier einfach um die Insel rum. Ich hab gar nicht nach Ködern geguckt. Dahin, da, dahin, dahin und dann da wieder zurück. So. Ja, also hier, ne, das sieht schon mal ganz anders aus als eben gerade. Tja, hier ist nur 42 Meter tief. Hier sieht das jetzt nicht so überzeugend aus. Hm.
Oh, kaum sage ich es, kommt da doch noch einer. Das ist jetzt überschaubar. Also, nö, das finde ich doof. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Da hauen wir die wieder in die Tonne hier. Ja. Okay, so, so und so. Da fahren wir einmal um die Insel rum. Weil wenn hier hinter der Insel nichts ist, dann müssen wir auch nichts hinlegen. Nur weil das jetzt passen würde, nach dem Motto, ja, wir sind ja hier hingefahren, jetzt machen wir mal, das macht wenig Sinn. Wenn da so viele sind und hier nur so wenige, dann würde kein Fischer der Welt machen. Tank halb leer. Mal ein Auge drauf haben, ne? Guckt euch das an. Hommer Fehlanzeige. Wow. Ich sehe das Land hier so gut wie gar nicht. Also ich sehe hier echt nichts. Das ist so dunkel. Wir fahren mal wieder ein Stückchen ran an die Geschichte. In der Hoffnung, dass hier gleich wieder ein paar mehr Hummer auftauchen. Ist ja gar nichts, ne? Hier ist echt gar nichts. Dafka, moin! Wie kann das angehen? Wieso sind hier jetzt keine Hummer mehr? Wie geht das? Da waren doch eben jede Menge. Ah, okay, da kommt ein bisschen was. So, ein bisschen langsamer. Aber jetzt so richtig überzeugend ist das hier nicht, ne? Okay. Hier kommt dann doch ein bisschen was. Dann nutzen wir das mal. Ja, hier sind jetzt jeweils immer Einzelkörbe, ne? Also und ah, seht ihr? Ja, jetzt kommen sie. Okay. Dann werden wir hier mal ein bisschen was hinlegen, so gut es geht. Bis dahin. Und dann fahren wir hier nochmal wieder hoch. Dann legen wir hier die ganze kleine Bucht voll mit Körben. Alter Schwede. Was machst du hier an meiner ersten, an meinem ersten Korb? Was machst du da? So, jetzt die Hälfte raus. Das war Nummer 15. Und ich muss schon wieder darauf achten, dass ich hier nicht Richtung Land zu sehr fahre.
Nee, ich mach das nicht ohne Köder. Dafür habe ich auch meine Leute hier an Bord. Guck mal. Der beködert und der schmeißt raus. Nee, gar nicht wahr, der schmeißt nicht raus. Also der eine bereitet vor und der andere, weiß ich jetzt gar nicht. Also, ne? Die Jungs, die tun da was für ihr Geld. Sind schließlich mit 1% am Fang beteiligt. Jeweils. Ja, hier kommt wieder ein bisschen mehr Hummer. Frage ist, wie nah ist das Land schon? 27 Meter nur noch Tiefe. Da denke ich mal, geht vielleicht jetzt noch eine und dann müssen wir aber auf jeden Fall schon mal rumreißen. Vielleicht macht es auch Sinn, jetzt schon mal abzudrehen, bevor man sich einen einfängt. Hä? Das wollen wir ja nicht. So. Oh. Ich. Na, obwohl, da müsste doch eigentlich noch ein bisschen. Ja, guck mal, da ist noch ein bisschen Platz. Alles ist gut. Ich muss aber auch noch ein Stückchen weiter rüber, sonst kann ich wieder nichts auslegen. Oh. Habe ich gefunden, Hummer, hä? So. Bursche, moin! Gucken wir so ein bisschen hier nach Minimap fahren, dass ich da nicht gegen diese Insel fahren kann. Dann müsste das jetzt schon irgendwann mal klappen. Irgendwann wird er mir jetzt wieder sagen, jo, ich kann die Nummer 20 rausschmeißen. Alles gut. Ja, und hier ist auch alles gut. So. Machen wir ein bisschen größer. 10 Stück können wir noch. Okay. Das ist wirklich die Lenore mit ihren 30 Hummerkörben. Das ist echt eine Hausnummer. Das ist schon sehr, sehr cool. Tja, aber diese Art jetzt zu verlegen ist natürlich nicht unbedingt spritoptimierend. Wenn man jetzt sagt, okay, zwei rein, einmal 15 hoch, einmal 15 runter, ist natürlich perfekt. Bei 15 runter bist du wieder unten bei 1, kannst wieder anfangen, wieder anzusammeln. Das wird hier jetzt so nicht passieren. Das wird so nicht passen. Aber da gibt es Schlimmeres, ne? Fahren wir halt einmal quer rüber zu 1. Wichtig ist, dass da, wo wir Körbe auslegen, auch Hummer sind. Und da muss man vielleicht einfach damit leben, dass man einmal mal ein bisschen anders fahren muss. Das Leben ist kein Ponyhof. Und das ist gut so. Was soll ich auf dem Ponyhof? Gottes Willen, die spannen mich nur irgendwie von Kamm. So, tja, also solange hier jetzt Hummer sind, fahren wir weiter in die Richtung und legen hier unsere Reusen, ne? Ja. Tja, da muss man schon wieder aufpassen, dass man nicht von der Rostbratwurst schnell bei der Rostbratwurst ist, ne? Apropos Essen. Geschickter Übergang, oder? Was sagt ihr? Ich wollte euch ja nochmal zeigen, was ich am Wochenende für mich zum ersten Mal gekredenzt habe. Etwas, wo ich wirklich auch gedacht habe, so, naja, ich mach's mal.
Aber ich erwarte nicht allzu viel davon. Also, ich sag schon mal so, ein Kalamari-Eintopf. Und wenn man sich mal anguckt, was da an Gewürzen reinkommt, da habe ich dann gedacht, also das Originalrezept kommt aus Portugal, ich habe es ein bisschen abgewandelt. Aber halt nur ein bisschen. Nur, ich dachte wirklich, naja, wenn du nur Salz und Pfeffer hast als Gewürze in einem Eintopf, das kann ja nichts Dolles werden. Mann, war der geil. Echt, das war so lecker. Gut, da war natürlich auch Knoblauch noch dran, wenn man will und sagt, okay, ist kein Gemüse, sondern ein Gewürz, dann ja. Aber Mann, war das Ding lecker. Heute gibt's den Rest. Und ich werde das aber noch ein bisschen anders. Ich werde das jetzt noch mal vielleicht mit ein bisschen Maizena andicken und dann ein bisschen Reis dazu essen. Aber ehrlich, mega. So, zack, 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 zack. Ich weiß, ich habe R gedrückt. Ja, guck mal, deswegen hatte ich doch R gedrückt. So, also wir fahren jetzt hier mal in der Wende. Ich sehe nichts. Na, nach Minimap geht das. So, okay. Machen wir das mal ein bisschen größer. Nee, gar nicht wahr. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir schicken die Jungs wieder ins Bett, dass sie gleich fit sind. Und dann können wir einmal hier jetzt runterfahren. Da ist auch nichts im Weg. Keine Insel, kein gar nichts. Also wir fahren da hin und dann fahren wir das gleich wieder ab. So, da machen wir mal eine Schnellreise hin. Perfekt. Wie lange seid ihr? 2-3 Stunden. Langhorner, moin. 3 Stunden. Also müssen wir jetzt sagen, 15 Stunden Minimum müssen wir nach vorne springen. Zack, ist das wieder hell. Dann gebe ich euch mal eure Tagansicht zurück. Gucken, ob alles soweit guckt. Jo. So. Okay, jetzt sind die jetzt gerade grün geworden. Ja, da fehlt auch nur eine Stunde. Also. Da müssen wir noch 1 Stunde nehmen. Zack, wieder eine Idee heller. Und ja, jetzt werden sie langsam aber sicher alle grün. Aber bis der hier blau wird, 1/2 Stunde. Ja, 1/2 Stunde. Dann werden wir erst einmal dahin fahren, wo wir hinfahren wollen, und dann machen wir da unsere Stunde Pause. Hey. Immer wenn ich auf die Minimap klicke. Ne, da irgendwo. Da ist die erste. Da wollen wir hin. Also ich habe ein ganz gutes Gefühl, muss ich sagen. Mein Hummermagen sagt, da geht was. Aber nur, wenn wir jetzt hier auch auf blau setzen, sozusagen. Ne? Also, das macht jetzt keinen Sinn. Wir werden die 1 Stunde jetzt noch nach vorne springen.
Ich hole nichts raus, was grün ist. Das muss blau sein. Da. Perfekt. Alle hier grün und die ersten vier blau. Perfekt. So, Jungs. Aus den Federn raus. Ich kann mir einfach nicht merken, wer hier wer ist. Du bist der Köderer und du bist der Reuse-Einholer. Rudi, Reuse einholen und dann bist du der Krabbensortierer. Was ist denn da? Nidhögor! 61 Monate! Wow! Vielen lieben Dank für 61 Monate Patenschaft. Danke dir. Hammer. Sehr, sehr geil. Über 5 Jahre. Ich kann das gar nicht glauben, ehrlich. Wahnsinn. Ja, guck mal. Mein Signal auch nicht. Ich kann das auch nicht glauben. Immer noch mal einen oben drauf. So. Wir fahren die erste Boje an. Und ihr seht hier Hummer, 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 Hummer. Hummer, 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 Teiterei oder was? So. Und abbremsen, abbremsen, abbremsen. Genau, Hosi. Da kommt er. Der alte erste Hummerkorb. Kollege sortiert. Jetzt bin ich mal gespannt. Also eben an der Stelle, wo wir immer waren, haben wir mit, was waren es, 5 Körbe, 1 Tonne. Das war ja sehr überschaubar. Jetzt bin ich ja mal gespannt hier. Deswegen fahre ich auch schon langsam daran. Nicht, dass wir hier jedes Mal immer abbremsen müssen. Also wir müssen nochmal gucken, dass wir die richtige Geschwindigkeit finden. Weil der sortiert sich hier echt ein Wolf, ne? Okay, guck mal. Und da ist die Tonne. 173 Kilo waren das. Ja. Wird auch nicht so viel mehr, aber... Mal gucken. Die Masse macht's, ne? Immer. Irgendwie. Leer gefischt? Nee, 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 nee. Guck mal hier. Überall Hummer. Solche Sachen passieren nur bei Schnellreisen. Oh, das war jetzt aber... Victor hat einen Levelaufstieg erzielt. Yes, sir. Victor, wurde ein bisschen besser geworden? Im Sortieren? Wieso holst du die Reuse raus, wenn der da noch am Sortieren ist? Was ist denn hier los? Kollegen. Ah, der kann die Reuse schon hochholen, obwohl er noch sortiert. Okay. Das ist natürlich jetzt cool. Trotzdem werde ich hier mal langsamer werden, weil jetzt ist das Thema Reuse hochholen ja erledigt. Die ist, steht da. Oder hat er jetzt gerade den hingestellt, nachdem er die hochgeholt hat? Also das war jetzt sehr unübersichtlich für mich. Egal. So. Knapp 200 Kilo. Ist jetzt aber auch nicht so sehr viel mehr als da an der anderen Stelle, ne? Obwohl hier auf dem Echolot also deutlich mehr angezeigt wird. Also das ist schon verblüffend, finde ich. Ne, bei dem anderen waren deutlich weniger, also wirklich deutlich weniger Hummer. Und wir hatten auch 1 Tonne mit 5 Körben. Oder habe ich mich da
Vor einem Tag, vor einem Tag, vor einem Tag. Was, 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 was? Nee, kommt hin hier. Sehr eigenartig. Oh, guck mal, dran vorbeigerutscht. Nicht aufgepasst. So, und schon mal so ein bisschen hin rutschen wieder und vorne fahren. Go! Ja. Sortiert sich ein Wolf. Aber nee, jetzt ist die Kiste wieder weg. Okay. 260. 260 Kilo. Das bringt dann schon ein bisschen mehr. Mal gucken. Mein Köder ist nicht lecker genug. Ich zeig euch mal gleich einen ganz leckeren Köder. Jeder von euch würde drauf anbeißen. Na gut, okay. Wenn einer keine Tintenfische mag, dann eher nicht. Also, ich muss da gestehen, bevor ich sowas koche und bevor ich mich dafür ein Rezept entscheide, schaue ich mir natürlich auch so ein bisschen im Internet mal an, was es da für Fotos von gibt, ob es da irgendwie auf YouTube ein Rezeptvideo gibt und, und. Dann findest du natürlich auch Dinge, von denen du sagst, ja, das sieht aber richtig lecker aus. Und dann findest du auch Dinge, wo du dich wirklich wundern musst, warum stellst du das so ein? Warum tust du das anderen an? Da sind manchmal wirklich Fotos, da wird dir Angst und Bange vor dem Essen. Meine Brille hat sich verabschiedet vorhin. Guck mal, jetzt habe ich gedacht, ich könnte das vielleicht hier so ein bisschen kaschieren oder kack das Ding ab. Ich muss da, glaube ich, morgen mal zum Optiker oder selbst Hand anlegen mit Superkleber. Weil mit mehr wird das nichts werden hier. Ich glaube nicht, dass sich das reparieren lässt. Ärgerlich. So, ich, was soll ich euch sagen? Ich lebe mal damit. Ich tue mal nicht so, als würde es. So. Langt. Soll ja nur auf der Nase bleiben, ne? Das tut sie. Also. Nee, manche Bilder, da wird dir wirklich Angst und Bange vor dem Essen. Und bei einigen, da muss man echt sagen, wow, das sieht aber richtig, richtig lecker aus. Und dann kochst du das und dann fragst du dich, wie habt ihr das so hingekriegt? Meins sieht irgendwie anders aus. Oh Mann, der sortiert sich jetzt aber auch wieder hier so richtig ein. Keine 200 Kilo, aber sortiert und sortiert und sortiert. Na gut. Ja, ich bin gleich mal auf eure Meinung gespannt. Ja, ich darf ohne Brille Auto fahren. Klar. Da müsste ich auch eine ganz andere Brille tragen. Das hier ist meine Computerbrille. Ich habe drei Brillen. Einmal die Computerbrille, eine Lesebrille und eine für so Sachen wie Autofahren, Fernsehgucken oder. Und bevor mir jetzt einer kommt und sagt, nimm doch eine Gleitsichtbrille, da kann ich euch nur sagen, genau wie hier sind auch an meinem Arbeitsplatz verschiedene Monitore. Und da wirst du mit einer Gleitsichtbrille echt kirre, weil du hast eben nie nur eine Entfernung. So nach dem Motto, ja, es ist immer dieselbe Entfernung zum Monitor und es ist immer dieselbe Entfernung zur Tastatur. Das ist eben nicht so. Deswegen ist für mich eine Gleitsichtbrille nicht wirklich geeignet. So. Pass auf. Da extra einen Link für gemacht. Da ist es auf Steam.
Der Link hat nur mit mir nichts zu tun, ne? Also das ist wirklich nur der Link auf Steam. Das ist einfach nur... eine Vereinfachung für euch. Mehr soll das nicht sein. Ja, und hier, ne? Geht immer weiter vorwärts. 22 ist immer noch grün. Ich weiß nicht, was mit den anderen da drunter ist. Also das ist... gerade angefangen. Alpha-Würfel, moin! So. Ja, nee, also da bin ich noch nicht gebrandmarkt sozusagen. Das, das überlassen sie mir immer noch, ob ich beim Autofahren eine Brille tragen möchte oder nicht. Ich brauche sie aber auch nicht. Also ich sehe genug. Ist nicht so, dass ich da irgendwie mal das Gefühl habe, jetzt wird es hier grenzwertig. Gar nicht. Das ist alles gut. Oi. So. Tick, 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 tick. Ich meine, ein bisschen Kohle habe ich jetzt ja. Vielleicht sollte ich die Jungs mal fürs Sortieren leveln, ha? Huh? Dauert ja doch immer seine Zeit. Siehst du, so muss das. Aber dass ich jetzt das Gefühl habe, dass das, was wir hier sehen, sich in den Körben wiederfindet. Nein. Nein, definitiv nicht. Also. Nö, eine Brille ist ja auch nichts Anstößiges. Also, warum? Weil man sich dadurch das etwas leichter machen kann, alles. Das passt schon. So. Wird schon wieder dunkel, ne? Ah, und hier ist gerade der Weg von 27 zu 28. Okay. So. Guck mal, da ist noch die 12 und dann müssen wir wieder einmal außen rumfahren und ne, müssen wir eigentlich gar nicht. Das machen wir anders. Da fahren wir jetzt hier einfach mal ein bisschen schneller. Und dann wenden wir hier gleich. Ne? Machen hier eine Wende und fahren von hier so da runter. Warum sollen wir denn da rumfahren? Das ist ja gar nicht nötig. So, langsamer werden. Wendekreis nicht so riesig groß. Spritsparen ist angesagt, ne? Ist ja nur noch halb voll der Tank. Und wir müssen auch immerhin noch ganz in den Hafen. Und
den ganzen Kram hier ja auch noch abholen. Also, ja, könnte knapp werden. So, und jo. Okay, und dann können wir jetzt hier nämlich gemütlich rausfahren und da zur 13. Also irgendwo hier muss der sein. Ja, genau darum geht's. Und dann eben Kutter leveln, ne? Also Mannschaft leveln, Kutter leveln, neuen Kutter kaufen, dann den etwas größeren bis zu wirklich richtig riesigen Fischtrawlern, die dann aber auch entsprechend riesig kosten. Da hast du dann auch schon richtig Besatzung und musst die Besatzung einsetzen und also, das wird aber noch ein bisschen dauern. Gott sei Dank. Wäre ja grausam, wenn das alles schon fertig wäre. Ja, und der Kutter hier ist jetzt sozusagen das zweite Level. Der davor ist einfach noch ein bisschen kleiner, hat auch keine Besatzung. Und da musst du dann eben alles selber machen. Ja, da musst du entscheiden, was ist gerade angesagt. Also, wofür ist Saison? Ja, was kannst du gerade fangen? Da musst du dein Schiff entsprechend ausrüsten, dass du dann auch mit der Ausrüstung unterwegs bist, die du brauchst, um eben das fangen zu können, was du fangen darfst. Und so. Ja, guck mal. Hier ist der Link für Steam. Tja, aber das ist jetzt echt enttäuschend. Also ich war wirklich der Meinung, wir würden hier richtig was reißen. Überall nur Hummer. Ist ja auch sonst nichts außer Hummer. Die sortieren sich hier in Wolf. Oder was ist die? Er. Dauert immer ewig, bis er durch ist. Und dann kriegt er irgendwie 150 Kilo. Los, nach vorne und einholen. Zack. viel zu schnell. Guck mal, passt doch. Noch nicht mal 5 Tonnen. Aber das muss man ja eben wieder sehen. Ne? Eben gerade der Seelachs, da hatten wir 17 Tonnen von, aber zum Preis von 5 Dollar. Jetzt hier beim Hummer kriegen wir das 4- bis 5-fache. Snake, moin! Wir können mal gucken, wo wir hin müssen. So, guck mal, Fischpreise.
Da gibt's für Hummer 23,39. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. 20, auch nicht wirklich viel. 20. Ingalls gibt nur 19. Dennis Point 20,52. Also müssen wir tatsächlich nach Yarmouth wieder. Und das ist der längste Weg, also der mehr oder weniger längste Weg, den wir jetzt hier so. Da werden wir vorher nochmal tanken müssen. Sonst wird das wohl nichts werden. Vermute ich mal. Und unterwegs liegen bleiben? Nee. Guck mal, da liegen die anderen, die jetzt da zurückführen. Na, da. Da. Ja. Oh, 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 oh. Zu schnell. Zu schnell. Abbremsen. Ganz leicht nur noch vorwärts driften. So. Teste. Passt. Tja, da haben wir jetzt mal gerade schlappe 4 Tonnen. Gut, mit den 4 Tonnen haben wir jetzt schon genauso viel Ertrag wie eben. Vielleicht sogar, nee, mehr noch. Das ist eben das, was das Ganze natürlich auch so ein bisschen balanced, ne? Also, wenn wir jetzt hier auch 17 Tonnen rausholen würden und plötzlich dann 25 oder 24 Dollar für 17 Tonnen kriegen würden, das, dann kommst du einfach zu schnell voran. Insofern passt das schon. So, und? Und? Sortier zu! Wir treiben ab! Geht doch! So, Boje 19 von 30. Da ist die 20. So. Tja, ich war mal gespannt. Also... 5 Tonnen sollten wir nach den 20 auf jeden Fall haben. Das bedeutet, wir würden irgendwo vielleicht so zwischen 7,5 und 8 Tonnen auslaufen. So. Könnte man den Spaß nochmal machen, ne? Nochmal wieder einmal so auslegen. Passen wird's. Vom Platz her. Wir haben ja nur extra hier das Schiff ausgebaut. Immer wenn ich auf die Minimap klicke. Dabei will ich einfach nur irgendwo ins Wasser klicken. So.
Hol rein. Geh doch. Tja, das Gute hieran ist, jetzt müssen die Jungs nicht wirklich ausruhen. Ne? Sie müssen ja nichts ausnehmen. Das heißt, wir könnten tatsächlich einmal noch so eine ganze Reihe rauslegen. Die nochmal reinholen. Das müsste eigentlich auch vom Sprit her passen. Hoffe ich. Aber was ich definitiv nicht will, ist hier ein Spritproblem bekommen. Das ist also auch nicht unbedingt so richtig witzig. Ne? Ich habe zwar keine Ahnung, ob man beim Abschleppen seinen Fang verliert, aber das wird wohl nicht so sein, dass man das einfach straffrei kriegt. Kann ich mir nicht vorstellen. Also nur dafür bezahlen, das kann eigentlich nicht genug Problem sein. Aber wenn man den Fang eben nicht bekommt, das ist ja, ne, also wenn das jetzt hier gut läuft, dann gehen wir irgendwo, naja, 150, 180.000 raus und die werden dann weg. Das, nee. Das Risiko will ich nicht eingehen. Ich finde, da gibt es auch gar keinen Grund, um das zu riskieren. Also weil das Risiko ist einfach viel zu hoch. Wenn es denn wirklich so ist, dass man das verlieren kann. So, guck mal. Da ist die Boje. So, sortier. Und weiter geht's. Ja, 5,5 Tonnen. Aber da ist ja auch noch ein bisschen was draußen. Mal gucken. Garfield, 2 verwaiste Reusen, nie was von gehört. Auch auf der Karte nicht gesehen. Wir waren da vorhin. Ich habe auf der Karte nichts gesehen. Habt ihr was gesehen? Hat irgendwer irgendwelche Reusen gesehen? Also, Bojen? Ich nicht. So. Tonnen. Diese Ruhe. Ist das die Ruhe vor dem Sturm? Oh, Lenore. Guck mal. Einmal ranfahren.
zugreifen, weiterfahren. Hat er was von Taschendiebstahl, ne? Einmal schnell zuschlagen, unbemerkt, zack, hochholen. Ja, aber es ist in der Tat weniger, als ich erwartet hätte. Also ich habe jetzt echt gedacht, nach den ganzen Hummern, die man hier sieht, dass die Körbe voll sind. Das ist ja nicht der Fall, ne? Also, da wären wir so zwischen 8 und 9 Kilo, 8 und 9 Tonnen gelandet, wenn das so gelaufen wäre, wie ich es mir vorgestellt habe. Also jede Reuse knapp 300 Kilo und go. Aber nö. Definitiv weniger. Definitiv deutlich weniger. Und was mich dabei einfach verblüfft, ist der Unterschied von dem zu dem, was wir hier vorhin auf dem Echolot gesehen haben. Mal hier oder da ein Hummer. Das Ergebnis ist aber letztlich gar nicht so unterschiedlich. Das verstehe ich nicht. Hummer haben auch geskillt. Nee. Hummer skillt nicht. Hummer ist nicht so fies. Hummer skillt nicht. Von liegen. Ne? Genau. Klack. Und los. Go, 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 go. Hallo? Was machst du da? Aha. Kisten kraulen. So. Wobei, was meinst du mit Vorteil oder Nachteil? Es gibt da keinen Vor- oder Nachteil. Wenn du das im Hintergrund gemutet laufen lassen möchtest, ist das deine Entscheidung. Da ist alles gut. Ist natürlich immer schöner, wenn die Zuschauer sich aktiv im Stream beteiligen, also chatten und. Aber das ist ja kein Muss, also um Gottes Willen. Ne? Insofern, da kann ja jeder das für sich handeln, wie er will. Ganz ehrlich, da mache ich mir keine Gedanken drüber. Das ist mir echt Latte. Es ist natürlich immer so, wenn du irgendwo guckst und du siehst, das ist ein Kanal mit überhaupt erstmal fangen wir mal so an, das ist ein Kanal mit Zuschauern, dann hast du einfach auch Leute, die dann da einschalten. Wenn du in die Übersicht guckst, ich meine, jeder von uns ist ja auch Zuschauer, ne, das ist ja auch nichts, was man jetzt irgendwie studieren müsste. Du siehst in der Übersicht Kanäle mit null Zuschauern und erstmal sagst du für dich, jeder macht das, glaube ich, naja, dann kann das ja auch nicht viel sein, sonst wird da ja jemand. Und guckst bei denen schon relativ viele gucken. Das ist so ganz, ganz normal eigentlich. Normales Verhalten. Twitch erkennt, ob Tab gemutet ist und wird dann. Okay. Ja, kann. Wie gesagt, ich mache mir da keine großen Gedanken drüber. Das muss jeder Zuschauer für sich selbst entscheiden.
Da muss jeder wissen, worauf er Lust hat und worauf nicht. Und ob das jetzt dann gemutet nicht als Zuschauer gewertet wird. Mir ist das relativ Latte. Da kann Twitch machen, was sie wollen. Ist ja ihre Basis. Da habe ich keine Schmerzen mit. Ne, und man muss ja auch immer wieder sehen, es gibt ja auch Situationen, da kann man halt nicht so, wie man will, zuschauen vielleicht einfach, ne? Weil es geht nur gemutet oder mit Kopfhörer und Kopfhörer gerade nicht greifbar oder was auch immer. Ich freue mich über jeden, der einschaltet und wer dann eben sagt, ja gut, wird halt gemutet, weil geht nicht anders, dann ist das so. Maston auf 1%, Soundmixer, ja klar. Wenn du grundsätzlich erstmal überhaupt Ton empfängst, aber den nicht ausstrahlen lässt von deinem Endgerät, dann wüsste ich auch nicht, wie Twitch das merken soll. Aber ganz ehrlich, das ist doch, der Aufwand ist es doch nicht wert. Also. Hey, Abo, moin und Diablo. Ja, als ich sagte, ich freue mich über jeden Zuschauer, habe ich auch gedacht, oh, wurden keine Fische gefangen. Ja, ist klar. Habe ich auch gesagt, okay, vielleicht nicht über jeden. Einige betteln ja drum, dass sie auch ganz schnell wieder nicht mehr Zuschauer sind. Nee, gar nicht wahr. Nicht mehr schreiben dürfen. Zuschauen können sie ja weiterhin, aber schreiben dürfen sie nicht. Es wurden keine Fische gefangen. Nö, ist klar. Man sieht's ja, hier ist ja nichts. So, okay, also, dann werden wir jetzt mal waren wir hier eigentlich schon auf Entdeckungstour? Haben wir das hier schon entdeckt? War das da, wo... Wartet mal. War das da, wo das eine große Schiff lag? War das hier? Nee, das war hier, ne? Oder war das hier oben irgendwo? Ich weiß es gar nicht mehr, ehrlich. Aber wenn wir jetzt schon hier sind, weil irgendwie die Einfahrt, die sah so aus, fand ich. Wie das hier. Da gucken wir jetzt nochmal. Ja, also wenn man schon hier ist, macht es ja durchaus Sinn, mal einen Blick zu werfen. Aber irgendwie kommt mir das bekannt vor. Wenn aber gleich hier ein großes Fragezeichen irgendwo aufgeht, dann haben wir alles richtig gemacht. Wenn nicht, haben wir nicht viel verkehrt gemacht. Ja. Nichts entdeckt. Nee, aber das sieht doch anders aus als das, was ich da im Hinterkopf hatte. Also definitiv. Oh, ich habe wieder auf die Minimap geklickt. Dabei wollte ich nur so machen. Ne, aber wenn jetzt hier in dem Kanal da irgendwo was steht, das ist ja von nirgendwo aus ersichtlich. Es sei denn, man fährt jetzt hier rein und versucht da einmal einen Blick reinzuwerfen. Da ist aber nichts. Und in die Richtung haben wir jetzt eigentlich auch schon alles gesehen. In die Richtung sowieso. Dann würde ich jetzt hier mal sagen,
Macht Sinn. Eine Wende. Und wieder raus. So, Frage ist, können wir hier auch mal eben schnell so... Nee, ich will keinen Fisch. Also, hierhin, hierhin, dahin, dahin. Geht das über Land? Nö. Müssen wir das überhaupt? Kann ich nicht auch einfach so nach Lunenburg klicken? Schnellreise. 34 Minuten. Ja, Logo. Das, guck mal. Schon sind wir da. Dann legen wir hier mal an. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte tanken. So. Schiffsrumpf reparieren brauchen wir nicht. Was gibt's denn hier für Hummer? 20, 31. Nee, das ist zu wenig. Definitiv zu wenig, Kollegen. Da lohnt es sich einmal hier nochmal zu gucken. Aber der Preis fällt. Sind aber trotzdem 15% mehr. Ne? Aber das ist jetzt hier... Wow. Hummerpreis fällt. Egal. Wir wollen nach Yamos. Hey, toter Hering, moin! Und vielen lieben Dank für jetzt auch 50 Monate. Sehr geil. Vielen lieben Dank. Guck mal, da werden wir nämlich unseren Ruf in Yamos noch weiter verbessern. Ja, den möchte ich verkaufen. Was kriegen wir jetzt dafür? Ja. Das ist aber... Ne? Guck mal, es ist das Doppelte von dem, was wir eben hatten. So. Alles okay. Hier werden wir jetzt die Wartung. Also, nochmal wieder Treibstoff kaufen. Perfekt. Ah, wir hätten natürlich die Jungs nochmal in die Koje schicken können. Ne? Das wäre schlau gewesen. Hier mal raus. Wie geht's euch? Boah, guck mal, die sind doch beide noch topfit. Also insofern ist das alles Pillepalle. Die Mütze macht mich dick. Nein, Essen macht mich dick. Das ist nicht die Mütze, das ist das Essen. Das Verdammte. Aber gutes Stichwort. Hatte ich euch ja versprochen, dass ich euch das nochmal schnell zeigen wollte. Hier sind wir in der mediterranen Abteilung. Und das hier gab's gestern bei mir. Zu viel Fisch, ja. Ja, ja. Fisch und Meeresfrüchte, das geht gar nicht. Ne? Also hier, das ist der Tintenfisch-Eintopf mit ein bisschen Wurst und viel... Erbsen und Tomatensoße. Also eher eine Tomatensuppe mit Meeresfrüchten und so. Also, ja. Schmeckt einfach geil. Wirklich, schmeckt einfach geil. So, damit haben wir das gehabt. Und jetzt können wir noch mal gucken, was wir hier... Na, da gehen wir doch mal in die Bar. Guck mal, da gibt's Tipps. Hummer von vor 3 Tagen. Ist das jetzt derselbe Tipp? Oder wollen wir Seelachs auch wissen? Ja, wir wollen auch Seelachs wissen. So, jetzt haben wir 6.000 ausgegeben. Das ist aber nicht weiter schlimm. 430.000 haben wir noch. Jetzt könnten wir... Natürlich auch nochmal hier gucken. Was wir für 430.000 kriegen.
Guck mal, wir kriegen den Backstabber mit Schwertfisch und Thunfisch. Aber jetzt mal ehrlich, brauchen wir den? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also jetzt sowieso nicht, ist gar keine Saison. Mickey auch, Schwertfisch, Thunfisch, aber guckt euch die Quoten an. Backstabber hat dreimal so hohe Quote. Also das ist, glaube ich, eher sinnlos, den zu kaufen. Das ist, naja. Gut, also das brauchen wir einfach definitiv nicht. Birge für 10.000. Yeah, altes, rostiges Boot mit Trägersteuerung. Na, wie schön. Also, brauchen wir nicht. Was müssen wir noch? Getankt haben wir. Wir könnten ja in die Mannschaftsverwaltung noch mal gehen. Weiterbildung Crew. Also. Was haben wir denn jetzt hier? Guck mal, der hat Netz einholen. Reuse ködern und auswerfen. Ist der gut? Ja, soll er auch sein. Wenn der Reuse ködert und auswirft, dann muss der andere... Der ist hier gut in Reuse einholen. Wer ist denn bei Sort... Ah, warte mal, da war doch irgendwas mit Krabben sortieren. Da ist es. Wo ich dann gedacht habe, ne, Krabben sortieren macht ja keinen Sinn. Weil sind da keine Krabben. Also, der ködern und auswerfen und der soll sie einholen. Netz einholen. Reuse einholen. Wenn der die Reuse einholt, den werden wir auch mal leveln. Wird zwar teuer, aber das machen wir trotzdem. Dann soll der die Krabben sortieren. Wow, und das geht ins Geld hier. Aber das spart, glaube ich, alles Zeit, ne? So, jetzt haben wir 300.000, Alter. Aber okay. Das hier ist meine Mannschaft. Die beiden. Der eine jetzt auf Level 80, der andere auf Level 88. Ihre Fähigkeiten sind noch sehr überschaubar. Guck mal, der levelt auch nochmal hier ein bisschen beim Netz einholen. Der braucht der kein Netz einholen gut sein. Der muss bei Ausnehmen per Hand. Machen wir den mal ein bisschen fitter. Na, da haben wir gleich nur noch 200.000. Und weg. Noch nicht mal mehr 200.000. So. Level ist egal, wer der Kevin. Alter. Kann immer bitte einer. Was ist denn hier los? So, pass auf. Okay. Jetzt gucken wir nochmal. Wo haben wir denn jetzt den Krabben-Tipp bekommen? Krabben. Ja, super. Dafür haben wir jetzt. Krabben-Tipp. Dafür haben wir jetzt nochmal 3.000 bezahlt, um den nochmal bestätigt zu bekommen. Tolle Wurst. Also wir wissen, sie ziehen jetzt in diese Richtung weg. Tolle Geschichte. Und dann muss noch irgendwo ein Seelachs dazu gekommen sein. Super. Also, auch da wissen wir jetzt, er zieht in diese Richtung weg. Die Frage ist, was wollen wir? Wollen wir nochmal hummern? Oder wollen wir vielleicht beispielsweise diesen unentdeckten Ort mal entdecken? Das würde ich jetzt eigentlich ganz gut finden. So ein bisschen mehr, weil wir sind ja jetzt hier. Das machen wir auch. Also, erstmal machen wir dahin eine Schnellreise. Und jetzt werden wir auch, wie wir das ja bei dem anderen schon gemacht haben, hier einfach mal am Rand entlang sozusagen. Also, hier fahren wir raus. Und dann fahren wir hier mal ein bisschen mehr. Ich kann Land nicht überqueren. Nee, hier ist auch kein Land. So, dann fahren wir dann wieder hier zurück. Dann fahren wir hier raus, hier hin.
hier dran vorbei. Wahrscheinlich, wenn wir hier sind, geht hier was auf. Wollen wir wetten? Dahin kann Land nicht überqueren. Hier ist doch kein Land. Na gut, mir egal. Also, wir machen jetzt hier unsere Schnellreise. Und hoffen mal, dass wir irgendwo noch so was entdecken dürfen. Gucken wir mal. Na. Okay, fährt dran vorbei. Sehr gut. Aha. So, zack. Schnellreise unterbrechen. Da war ein Fragezeichen. Guck mal, St. Mary's Bay wurde entdeckt. Ist das nicht schön? Ich habe zwar keine Ahnung, warum und wieso und ob uns das hier wirklich was bringt, dass wir da was entdecken. Da eine Schnellreise hinmachen? Na gut, kann man vielleicht hier durchfahren. Egal. Wir setzen mal unsere Schnellreise hier weiter fort. Ja, guck mal, der ist da beispielsweise durchgefahren. Trotzdem fahren wir hier vorne auch nochmal rum. Aha. So, da sind zwei. Also, da fahren wir da mal ran. Da ist ein Leuchtturm. Ich sehe einen Leuchtturm. Ich könnte wetten, dass das das ist, was wir entdecken können. Der Leuchtturm. Und dann ist die Frage, wie fahren wir dann weiter? Hierhin zurück macht eigentlich keinen Sinn, sondern dann macht es eher Sinn, hier so zu fahren, ne? Ja, Diablo. Oder du sagst, oh, wie geil. Guck mal, dann weiß ich ja, wo ich in etwa hin muss. So. Komm ran hier. Aber hier sehen wir es nochmal. Wir haben genau 7 Tonnen gehabt. 7 Tonnen. Naja. Ja, ich denke auch, das wird nicht überall gleich sein. Also ich hatte das ja auch schon, dass ich jetzt, als ich ein zweites Mal das Spiel gestartet habe, sozusagen bei Null, da ist das ja komplett anders losgegangen. Ich frage mich nur, warum ich hier nicht irgendwie jetzt irgendwann mal den großen Entdecker mache. Viel näher. Ah, ist das vielleicht der Kutter? Ist das gar nicht der Leuchtturm? Ich habe Fix entdeckt. In Illagans Heart. Ja, guck mal. Fix. Und gleich. Guck mal, wie Fix weg war. Zack, ab zu Foxy. Ja, also ich finde das Spiel schon auch cool. Also wirklich, das ist einfach gut gemacht. Und wer einfach damit leben kann, dass hier nicht Piff, Bom, Peng und ständig irgendwo Blut und irgendwelche Action ist, sondern wenn jemand sagt, nö, ich habe einfach auch mal Bock auf ein bisschen was Ruhiges, dann ist das schon echt eine wirkliche Option, finde ich. Hat schon was. Und ich möchte wetten, dass ich jetzt hier wirklich komplett einmal reinfahren muss und da drüben erst das entdecken darf. Aber so viel Zeit muss sein. Die Zeit nehmen wir uns.
Ja, mache ich auch keine Schnellreise, sondern da wird wirklich einfach ein bisschen geguckt. Echolot läuft ja mit. Aber Hummer ist hier nicht. Das ist aber auch ein dicker Leuchtturm hier. Alter. Mopsi! Da fahren wir da einfach mal rein. Mal gucken, ob da irgendwo hier dann ein Schiff zu sehen ist oder ob das das ist, was wir entdecken sollen. Der Leuchtturm vielleicht. Ja, ich glaube, das ist auch wirklich nicht einfach, ohne die Tipps Fische zu finden. Also, mein Gott, das ist ja auch im Real Life nicht einfach, Fische zu finden. So ein Ozean ist nun mal relativ groß. Und da haben wir Brier Island entdeckt. Na, ist das nicht schön? Guck mal, dann können wir hier wieder einmal rumschleudern. Sehr gut. Und dann dödeln wir hier gleich mal raus. Beer Island. Ja, okay, ich verstehe. So, hier werden wir mal da in die Richtung Beer Island verschieben. Das sollte eigentlich schon klappen, ne? Ja, das müsste jetzt klappen. Also hier werden wir wohl nirgendwo mehr anecken. Dann werden wir mal unsere Schnellreise fortsetzen. Warum wir die entdeckt haben, verstehe ich jetzt echt nicht, aber gut. So, und da oben. Aha. Gibt es doch noch was zu entdecken? Oh, apropos entdecken. Ich sehe nichts. Ich schalte das für euch mal wieder um auf Nacht. Aber ganz ehrlich, wow. Ich sehe jetzt mal so gar nichts hier. Das Problem lösen wir. Das Problem lösen wir. Wir ankern jetzt mal und überspringen mal 11 Stunden. Zack. Ne? So. Schalten wir wieder um auf Tag. Tag auch. Oh. Hier hat irgendwer was hingelegt. Untiefen. Ich befinde mich nur in seichterem Gewässer. Ja, das dachte ich mir schon. 5 Meter nur. Und jede Menge Fisch. Wollt ihr mich verarschen? Okay, 15 Meter. Solange ich auf mein Echolot gucke und nicht genau diese Sandbank hier anlaufe, ist alles gut. Da ist auch noch mal so ein bisschen so Untiefe. Ne? Deswegen ist da ja auch noch mal. Also das, alles wird gut. Guck mal, hier haben wir 47 Meter Tiefe und Fisch, 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 Fisch. Wollt's mich narren? Das kann nicht sein. Kann doch überall Fisch sein.
kann ich überall Fisch sein. Ich habe. Also, wenn dem so ist, wir sind ja auf dem Weg zum Hafen, dann können wir natürlich sagen, wir rüsten nochmal um auf Stellnetze. Also. Du, die Wahrscheinlichkeit, die im Dunkeln zu finden, ist auch sehr groß. Das würde ich jetzt mal so sehen. Du siehst da vorne irgendwo so ein bisschen was blinken und leuchten, aber doll ist das ja auch nicht. Und da jetzt dann vorbeizufahren, ja, da hängt auch einer einfach mal so rum. Ja, also da. Kann ich mir vorstellen, dass man da auch mal hängen bleibt. Guck mal, hier haben wir 55 Meter. Das kann ich mir fast gar nicht vorstellen. So nah von Land. 55 Meter sollen wir haben. Dödel mich nicht voll hier. Aber gut, vielleicht ist es doch so. 49 Meter. 27 Meter, ja, jetzt geht es wieder abwärts hier. Also aufwärts eher. 10 Meter, 9 Meter, ja, nun, das wird glaubhaft. Alter, wie kann dann denn hier. Bleiben wir schön in der Mitte. 8 Meter. Und überall Fisch. Überall Seelachs. Das gibt's doch nicht. Naja gut, bei 100 Meter ist hier gar nichts. Doch, doch, ist sogar was. Die sollen angeblich wirklich hier direkt sein. Also 100 Meter breiter, ne? Je breiter man das schaltet, umso ungenauer wird es ja. Also zum Finden ist es gut, ne? Wenn du das, aber das ist ja jetzt nicht das, was hier wirklich ist. Das ist auf 1 Kilometer Breite. Wenn du dann umschaltest und sagst 100 Meter, dann siehst du, was wirklich hier ist. Und das ist jetzt im Moment hier nicht allzu viel. Und das kann ich nachvollziehen. So, was ist das für ein Fragezeichen? Ist das ein Schiff? Nein. Es ist der Leuchtturm von Digby Good. Die Länge. Entfernung zum angezeigten Sonarverlauf. Du meinst, das ist die Entfernung in diese Richtung nach vorne und nach hinten? Möglich. Ich dachte jetzt im ersten Moment, das wäre die Breite. Weil es macht ja sonst eigentlich keinen Sinn. Warum soll ich die letzten 1000 Meter sehen? Mich interessieren dann ja eigentlich nur die 100. Also warum sollte es eine Aufrüstoption für das Sonar geben, wenn das nicht etwas mehr zeigt? Also klar, wenn ich jetzt sage, okay, 1000, mir hilft es nur nicht, müsste dann ja sehen, was vor mir liegt und was hinter mir liegt. Damit ich das einschätzen kann, damit ich eben sagen kann, okay, komm, da sind eben jetzt vor mir Fischschwärme. Ich fange jetzt mal an und leg mal die Netze aus oder eben auch nicht. Da müssen wir, glaube ich, nochmal das Wiki bemühen. Das würde ich schon auch ganz gerne wissen wollen. Umdrehen? Warum umdrehen? Ich will den Hafen entdecken. Hier, da, unentdeckter Ort. Umdrehen. Ganz offensichtlich lässt du deine Frau zu oft fahren. Umdrehen. Nein! Ja, Diablo, das kann auch durchaus sein. Das ist ja, guck mal, auch da, ne, man muss natürlich jetzt, ich sag mal, von der Logik herangehen. Das ist ja schön zu wissen, was hinter mir war.
auf 1000 Meter, wenn ich dann eben weiß, wo was ist. Also wenn ich davon ausgehen kann, dass hier die rechte Linie mein jetziger Standort ist und alles, was hier in diese Richtung geht, hinten ist, den suche ich nicht mit so nah. Ich ping hier mit allem, was ich habe. Vassili, gib mir noch einen Ping. Guck mal, da, in die Richtung. Aber bitte nur ein Ping. So. Guck mal, da haben wir doch hier oben gleich eine ganze Menge entdeckt. Wir suchen U-Boote, ja genau. Die suchen wir alleine. Die suchen wir in deiner schwierigen Version. Ich fahre in der einfachen, ohne U-Boote. So. Ja. Jagd auf Roter Oktober. Als ich den das erste Mal gesehen habe, das war echt ein geiler Film. Ist immer noch ein geiler Film. Ist natürlich das Problem, dass du keine alternativen Enden hast. Ne? Der endet immer gleich. So, jetzt müsste ich doch langsam mal den Ort entdeckt haben. Vielleicht muss ich auch da reinfahren, aber das glaube ich nicht, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass das hier eher hinter... Da, seht ihr? Hab's gerade leuchten sehen. Da leuchtet es immer so ein bisschen blau auf. So ein klein wenig blau. Dann werden wir den Ort mal entdecken. Da müssen wir auch mal anlegen, ne? Um den Ort zu entdecken. Ja, das ist dann natürlich schon ganz geil, wenn man eben mal eben schnell über Schnellreisen hier über die halbe Map kommt. Digby! Alte Säule! Fang du mal mit Mission Rohrfrei an. Das konnte ich dann mit Unternehmen Petticoat. So. Treibstoff. Chevalier, moin! Guck mal, dann können wir hier noch mal Stadt... Bar Tipps. Wenn du mir jetzt noch ein drittes Mal drüben nennst. Ich habe aber Hummerkörbe, also insofern muss ich wissen, wo das ist. So. Damit haben wir alles, was wir brauchen. Kreuzkiss, moin! Wo haben wir jetzt den Tipp bekommen? Ich glaube... Yay! Ach, wie schön. Jetzt wissen wir dann, wohin die Hummer ziehen. Also sie ziehen immer weiter in diese Richtung. Hummer vor 3 Tagen war hier, Hummer vor 3 Tagen war da. Ganz großes Kino. Ehrlich, vielen lieben Dank. Ganz großes Kino. Das ist echt am Arsch der Welt. Ne? Also das ist einmal um alles rum. Wirklich, einmal um alles rum. Wir sind jetzt hier und der sagt, hier müssen wir hin. Wo ist hier der Kanal? Wo ist hier ein Kanal? Ha. Ha. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt, das wir entdecken können?
Tja, wie auch immer. Also wir werden einmal noch hier. Cal Brock. Schnellreise. 9 Stunden, 19 Minuten. Naja, aber das passt schon. Jede Fischart hat eine jährliche Quote. Darfst nicht mehr Fisch fangen als die Gewichtsbeschränkung der Quote. Ja, das ist mir klar. So. Also einmal ganz kurz mal gucken, was sagt hier. Joa, aber das passt. Da wollen wir hin. Schnellreise. Au! Der hat mich blockiert. Der hat mich gehauen. Mischstück. Da können wir doch gleich mal hier wieder einen zum Reparieren schicken. Würde ich doch wetten. So. Jetzt müssen wir da auch dran vorbeikommen, oder? Ja. So, und nu? Gucken wir hier nochmal. Finanzen. Erstmal gucken, was die Fischpreise. Jetzt haben wir ja noch einen Hafen mehr. Digby. Ja, das ist jetzt aber auch nicht wirklich der Hammer, ne? Yarmouth ist wahrscheinlich immer noch weit vorn, aber die Preise für Hummer fallen. Das ist ja eigenartig. Gibt doch nur 4 Wochen Hummer. Tja. Doch, doch, ich habe Beleuchtung an. Das ist nur so dunkel. Das ist wirklich dunkel wie im Bärenarsch. Aber was wir machen können, ist natürlich... wir sind jetzt hier, dann springen wir mal 9 Stunden nach vorne. Jetzt ist es 7. Also mit anderen Worten, das ist immer noch duster. Guck mal, 9 ist doch schon ein bisschen besser. Dann werden wir jetzt hier mal gucken, was das Echolot so hergibt. Auf der anderen Seite, wisst ihr was? Wir wollen ja, wir wissen ja, das wird eh eng. Oh, guck mal, Rudi. Rudi ist 2-mal nach vorne gesprungen. Victor ist der Köderer und Auswerfer, aber auch der Sortierer. Ah, okay, also. Ködern und du sollst die vorbereiten. Und ich mach den großen Auswerfer. Das ist alles gut. So, Kollegen. Und jetzt werden wir einfach hier mit gemütlich. Das machen wir jetzt mal ganz simpel. Autopilot. 8 Knoten. Eigentlich macht das ja auch Sinn, eine Richtung vorzugeben, ne? Wenn die da in die Richtung ziehen. Tja, fahren wir jetzt hier rum oder fahren wir da rum? So, so. Und hier wieder zurück. So werden wir mal den Versuch wagen. So. Nee, die Brille hat tatsächlich nur noch einen Bügel. Die hat sich irgendwie heute Morgen von dem zweiten, von dem anderen Bügel, von dem hier, verabschiedet. Den ich dann noch einfügen konnte wieder, aber ich muss entweder zum Optiker oder ich brauche Superkleber. Eins von beiden. Aber sehr aufmerksam, Kotzke, sehr aufmerksam.
Was ist das da? Ist das schon die... Das kann auch nicht die Wendeboje sein. Das geht nicht. Mal gucken. Sieht aber auch nicht gerade klein aus hier, ne? Das Teil. Brille an den Kopf kleben ist keine Lösung. Hör auf. Immer eine Lösung. Eine Ersatzbrille. Ja, diese Brille hier, die ist jetzt wie alt? Also bestimmt 15 Jahre, eher älter. Die hat immer gut gehalten. Und ich finde sie auch immer noch gut. Das finde ich gar nicht gut, dass sie jetzt da nicht mehr so will, wie sie soll. Aber hier sehen wir wieder Hummer, Hummer, Hummer. Hummer, 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 Hummer. Tja. Und immer schön raus damit. So, und die Jungs mal ein bisschen beobachten hier. Naja, gibt nicht viel zu sehen, ne? Nicht so richtig motiviert bei der Arbeit. Gibt es eigentlich Fischer, die Beamte sind? Aber hier sind überall Hummer. So, da vorne. Ah, da ist der Wendepunkt. Alles klar. So, da ist der andere. Also das wird hier einigermaßen hinkommen. Ganz geschmeidiges Manöver. Und der Bord, der Smoothie kocht. Hängt jetzt quer in der Ecke. Geschirr, alles auf 7:30. Also, ja, nicht wirklich viel Seelachs, aber das ist mir jetzt auch egal. Hauptsache Hummer, ne? Und davon scheint hier einiges zu sein. Und jetzt haben wir 15 Reusen ausgesetzt. Und nun kommt der Rückweg und da muss ich sagen, jo, das passt einigermaßen.
Ja. Ein bisschen von der weg hier. Sonst wird das mit dem Auswerfen nichts. Aber jetzt läuft das. Ein einsamer Rotbarsch zieht seines Weges. Oh, das dauert noch mit dem Schiff. Das dauert noch. Ich habe ja gerade erst noch mal wieder Mannschaft gelevelt. Das hat noch mal irgendwie 200.000 gekostet. Weil was soll ich mit einem größeren Schiff, wenn die Mannschaft nichts kann? Ne, also ich finde schon, die Mannschaft ist nachher auch ganz, ganz wichtig. Die Frage ist, bleiben die auf dem Schiff oder kommen die mit? Also kann ich die ins Mannschaftsquartier stellen? Davon gehe ich jetzt mal aus, dass ich die vom Schiff runternehmen kann, ins Mannschaftsquartier, dann ein neues Schiff nehme und die dann wieder aus dem Mannschaftsquartier auf das neue Schiff setze. Weil alles andere macht ja wenig Sinn, finde ich. Also die Mannschaft sollte nicht ans Schiff gebunden sein. Ähnlich sehe ich das eigentlich auch mit der Ausrüstung. Auch die Hummerreusen kann ich ja problemlos hier von dem Schiff runternehmen und kann sie auf ein anderes Schiff legen. Da, naja. Die kommen immer mit. Ja, guck mal. Na, also, ich vermute einfach mal. Oh, 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 oh. Wollen wir wetten? Wollen wir wetten, dass dieses Miststück genau auf meinem Weg liegt? Ich fahr mal dem so ein bisschen aus dem Weg. So. Das. Die arbeiten für kleines Geld? Ja, nee. Nee, nee. Gutes Geld für gute Arbeit, ne? Also, was? Schnellreise ist. Ich will doch gar nicht Schnellreise. Ich will doch gar keine Schnellreise. Was willst du denn von mir? Nee, also so, dass manche Sachen sind hier schwer zu verstehen. Also, aber ist wie es ist. Ah, hier. Der Kollege bereitet wieder vor. So, und jetzt kommt der natürlich wieder zu nah ran. Also mit anderen Worten, jetzt muss ich den. Kann ich nicht? Kann ich nicht? Wieso kann ich die nicht verschieben? Ich kann sie nur löschen. Ich will sie aber gar nicht löschen. Oh ja, egal. Lösche ich sie halt. Mir doch egal. So, dann machen wir von da aus nämlich einfach nur einen ganz einfachen Kurs da, weil wir sind ja jetzt an dem Schiff vorbei, dann kann er ruhig darüber ziehen, weil wir brauchen ja ein bisschen Abstand zu denen, sonst können wir sie da wieder nicht rausschmeißen. Tyson gut im Kutterfischen. Ja, guck mal, also bei so einer Hummerpopulation hier schaffen es auch die Polen. Also da brauchen wir keine Thais. Nee, nee, das läuft. Gelesen und nicht geguckt. Immer eine letzte Fahne. Ja, gut. Dann muss man halt einfach überlegen, wie viel Fähnchen man setzt, wenn man den Kurs nochmal wieder verändern will. Nur hatte ich jetzt auch nicht damit gerechnet, dass da unbedingt irgendwo ein Schiff liegt, wenn es auf der Minimap gar nicht mit drauf ist. Egal. Alles passt. Wichtig ist ja nur, dass wir hier die 30 Hummerreusen so rauskriegen, dass bis zum Einholen im Fähnchen setzt. Kaffee! Sehr geil! Ja! Mit Fähnchen käme ich aus. Das ist wahr.
So, bist du schon die Letzte der... Ja, bist du. Dann setzen wir dich einfach noch ein Stückchen weiter so in diese Richtung. Jo, und weg ist er. Jetzt ist er irgendwo da hinten. Muckibock, moin! Wie, hast du dich nicht getraut, das zu schreiben? Hallo? Was riskierst du denn? Wenn es mir nicht gefällt, wirst du gebannt. Ja und? Das ist doch easy. Ja. Aber solche Sachen, da bin ich ja wirklich schon schmerzbefreit. Also, sag mal, wenn ich das nicht abkönnte, nee, nee, nee. Guck mal, und wieder ein einzelner Rotbarsch. Ist das ein Pavian? Ein Pavianfisch? Ah ne, Rotbarsch. Okay. Verstehe. Tja, und jede Menge Hummer. Auch was. Guck mal, letzte geht raus. Perfekt. Perfekt. Sehr, sehr geil. Dann haben wir jetzt also wunderbar hier unsere Schleife erreicht, die wir beim letzten Mal ja eigentlich schon erreichen wollten, ne? Also hier so schön gemütlich einmal rauf und wieder runter. Jetzt fahre ich noch mal gemütlich hier zu 1. Hey, nicht rückwärts, vorwärts, wir fahren vorwärts. In diesem Stream wird vorwärts gefahren. Egal in welchem Spiel. Hallo? So, da drüben, guck mal, hier ist Nummer 30 und irgendwo da hinten, da ich sie sehe, da ist die 1. Da. Direkt drauf zu. Sehr, sehr geil. Tja, und immer noch reichlich Hummer zu sehen. Also jetzt nicht highlightmäßig hier, aber immer noch mal da. Passt schon. So, ihr seht, wir sind an Nummer Uno. Sehr gut. Mag das Game, wie steigen die Modelle? Ja, also ich finde es auch klasse. Ich mag das auch. So, jetzt werden wir erstmal die Jungs hier wieder in die Haie schicken. Besonders der eine braucht das unbedingt. Hier, Rudi. Rudi muss ausruhen. Viktor ist noch fit, aber nee, kann auch ausruhen. Und alles andere würde ich. Ja, genau. Geht immer nach unten in die Kombüse, in die Kantine. Los. Das passt alles, das passt alles, das passt alles. Warum sage ich das? Weil die Zeit schon wieder um ist. 3 Stunden sind schon wieder weg. Ey, das ist unglaublich. Also. Wir werden jetzt mal die Karriere speichern und ich werde nochmal wieder einen Slot, bevor ich jetzt irgendwas überspeichere, ne? Wenn wir lieber den hier belegen. Geld ist übrigens hier die Antwort auf Chevalier, ne? 190.000 Dollar. Aber wie gesagt, 200 und irgendwas 1000 habe ich in die Mannschaft gesteckt. Aber ich finde, ja, passt schon. Ja, ich finde auch. Also die Zeit in dem Spiel geht wirklich schnell rum. Das ist schon auch schön. Also irgendwie zeugt es davon, dass es nicht so langweilig ist. Wird vielleicht irgendwann mal kommen, der Moment, aber ist noch lange nicht da. Ja, ihr Lieben,
Dann sage ich vielen Dank, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Abend. Für alle, die auf Fußball gucken wollen, viel Spaß dabei. Ansonsten sehen wir uns am Mittwoch wieder, wenn ihr Lust habt. Und ja, schauen einfach mal, was dann an Hummern so in den Hummerkörben schlummert. Viel Spaß noch. Tolle Tage. Macht nicht zu doll. Und wir sehen uns demnächst. Bis dann. Tschüss.